Das Pfullinger Hallenbad, hier Bilder vom Candlelight-Schwimmen im November, bleibt regulär bis zum 15. Mai geöffnet. Das hat der Gemeinderat jetzt entschieden. Pläne, das Bad zum Jahresende zu schließen, sind damit vom Tisch. Gleichzeitig soll die Temperatur im Leerschwimmbecken und im Sprudelbecken wieder auf 28 Grad erhöht werden. Denn die jüngste Analyse des Ingenieurbüros Fritz hatte ergeben, dass um 2 Grad niedrigere Temperaturen dort nur wenig zum Energiesparziel beitragen konnten. Das große Schwimmbecken dagegen bleibt bei 26 Grad und auf einen Warmbadetag wird weiterhin verzichtet. Mit den bisherigen Maßnahmen konnten 40% des Energieverbrauchs im Hallenbad eingespart werden. Wenn im Mai das Freibad wieder öffnet, wird das Hallenbad allerdings geschlossen.